Bis auf meinem Arsch! Scheiße! Morgen, Jungs. Hallo. Wir spielen heute nochmal die neue Map von der Gamer 36, die der Fred letztes Mal ja angespielt hat und nach ungefähr 16 Minuten gescheitert ist. So genau weißt du das noch? Wir hätten zuerst den SCP-106, den Radical Larry, containen müssen, bevor wir da eben in diesen Sarg darunter gehen. Das war fahrlässig. Weil dort unten ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, bei 99,997% oder so, dass da SCP-106 spawnt. Das letzte Mal waren wir da unten, aber haben den vorher Content gehabt, deswegen waren wir da sicher. Sicher, das ist 99,97%? Nein, das habe ich jetzt so gesagt, aber... War doch klar. War nur ein Witz. Aber ich denke, jedes Mal, wenn man da runter geht und SCP-106 davor nicht contained hat, dass er dort spawnen wird. Ich gehe jetzt einfach mal dorthin nochmal, gehe aber nicht dort runter, sondern schaue auf der anderen Seite. Du bist ja links gelaufen, darunter war dann dieser Sarg. Ja. Und ich gehe dann rechts, vielleicht ist er zufällig da 106. Diese Containment Cell von dem. Was war? Cannot carry any. Guck mal, da stand da gerade, keine carry anymore items. Fandest du auch, das war der beste Schock von SCP-106 seit langem? Seit langem? Ja. Weil wir lange nicht von dem erschrocken sind. Weil da man eigentlich nie wirklich, aber diesmal war es so ungewiss. Jetzt ist er gleich da drin. Meinst du? Ja. Weil du an der Wand vorbeigelaufen bist und dann so. Ja, weil ich da an der Wand halt. Aber ja, guck, er ist drin. Ja. Achso, ich dachte, du meinst, er ist jetzt da drin, wenn ich da auf. Wow! 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 Mach zu! Wow! Ich hab gedacht, das klirrt jetzt erstmal vielleicht, aber nicht, dass er direkt so vor mir steht, Junge. Wow! Heute bin ich echt empfänglich für so ein Zeug. Gänsehaut. Reibend. Navigator, noch ein. Droppen. Ich hoffe, die Gefahr ist vorbei. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Immanent. So. Which one? Das geht ja nur die Level 2 Karte, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Level 1 kommen da gar nicht rein. Stimmt, die Level 1 bringt einem da im Prinzip nichts. So, wir schmeißen das alles, da, alles das miteinander. Das da, das da, das da, das da und das da. Wird schon eine brauchbare Kicker dabei sein. Fine, very fine. Gucken wir mal. Aber wir fassen mit. Du musst ein bisschen Spannung auf. Zwei! Ja! Du hattest das mal nur eine Omnicard. Soll ich eine behalten? Zur Sicherheit? Ja, mach bitte. Wir haben noch Plätze frei. Redundanzzwecke. Haha! Jetzt hast du die. Nein! Oh nein! Ich möchte das doch nur ordnen. Nein, so, so. Ach, keine Ahnung. So. Steht eigentlich für eine Kreditkartennummer drauf auf den. Kann man, glaube ich, gar nicht lesen, oder? Doch, stand eine Nummer drauf. Ne, wenn du drauf guckst jetzt. 54123456789012341234. Die. Ich glaube, die gibt's wirklich. Komisch Spanisch frei, aber du kannst nichts damit anfangen. Du brauchst den Namen. Das Datum und die Prüfziffer auf der Rückseite. Alles klar. Die ist, glaube ich, dreistellig oder so, meistens. Dieses Prüfziffer, was will es uns sagen? Big
Brother is watching you. Könnte sowas wie ein Easter Egg sein. Eine Anlehnung an die NSA. Stimmt, das ist jetzt, glaube ich, seit der letzten Version ist es mir aufgefallen. Das war das. Der 683. 82. Guck mal, wie ich es weiß, hey. Ich weiß keine von den Zahlen auswendig. Aber das weiß ich. So, warte. Da war der Anfang jetzt, ne? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich glaube, da wo die Sackgasse ist, ist der Anfang. Sicher? Wir sind doch... Wir sind jetzt rechts gegangen. Es war dann hier, oder? Wir sind doch an der Kreuzung rechts, genau. Ich laufe jetzt mal da zurück, wenn da der Anfang ist. Nein. Hallo. Na was? Danach kommt doch dann der... Ach, okay, dann sind wir von hierher gekommen. Und von links sind wir gekommen jetzt. Von da sind wir gekommen, okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt alles links klar. Geradeaus. Dann schmeiß ich jetzt. Ich bin vorhin geradeaus gegangen, oder? Ich bin vorhin da gegangen. Ja. Und da will ich gar nicht rein. Ne, da will ich jetzt aber auch nicht gehen. Ich will jetzt da, wo du warst. Aber. Und dann rechts schauen. Ach Mann, das nervt. Ich find's lustig irgendwie. Ja, aber nicht, wenn es zweimal hintereinander kommt. Schau, schon wieder. Ah, du siehst schon ein bisschen, dass es sich dreht irgendwie. Findest du? Dann, nicht, dass es sich dreht. Das bebt einfach nur. Nicht, dass es sich dreht, aber es ist irgendwie ein Schatten irgendwie dann aufgetaucht. Der ist nur an einer Seite, ja. Glaube ich. Das stimmt. So, wo bist du jetzt angelaufen? Ich vermute geradeaus, ich gehe immer. Na. Oder da ist eine Sackgasse. Schau nochmal, ne, schau bitte. Das ist eine Sackgasse da in der Richtung. Ich bin rechts gegangen, weil. Da ist der Tunnel, der Doktortunnel. Bist du auch da lang gegangen? Nee. Kannst du mal gerne machen, schau mal, ob der drin ist. Sieht nicht so aus. Nee, ist er nicht. Kannst ja nur playen so. Sicher. Hallo, Mr. SCP. Boah. Oh doch, da war ich. War das nicht da, wo die Sackgasse war? Kann sein. Das ist jetzt dieser C-Raum. Ne? Ja, das war das. Ja. Da okay. Kam dann noch die Durchsage. Nein, Tate Fox, das ändert die Facility. Jetzt habe ich es aber gehört. So ein Pisser. Das heißt, da kann jetzt auftauchen. Aber was ist denn seine Aufgabe eigentlich? Alles Kontaminierte zu erledigen, oder was? So ungefähr, ja. Der Content SCP-173. Also eigentlich kann man sagen, dass er die Arschkarte hat, oder? Also nach uns. Ja, nach uns die Arschkarte hat. Der ist halt der Chief, weil der eine Waffe und alles hat. Aber ob das bei den meisten SCPs was bringt? Ja, also bei SCP-173 auf jeden Fall. Ja. Der kann. Okay, der kann es containen, ne? Das kann. Der hat's schon drauf, ne? Was? Ja. Nicht geklappt. Diese Keycards sind so gut. Sie können die Gasmaske nicht mit der Tür kombinieren. Ja, du brauchst schon eine Level 5 Keycard, um in diesen Raum zu kommen. Das ist schon die höchste Sicherheitsstufe. Wieso brauchst du denn hier nochmal Keycards? Tja. Unnötig. Außer um die Türen von innen zu sichern vielleicht. Da gehen wir jetzt nicht mehr. Ja, schenken wir uns. Das ist ja langweilig. Sind wir jetzt anders gelaufen? Nee. Nee. Ach, das war eine Sackgasse, genau, wo dann mein Tate Fox zur Durchsage kam und dann. Du bist jetzt links gelaufen, gell? Guck mal auf den. Dings? Ja. Genau. Da musst du auch. Oh. Aber bei dir war da auch 173. Ja, genau. Könnte ja irgendwo da sein. Da sind solche Räume, wo er kommt. Da kommt keiner. Glocke. Da bist du nicht lang gegangen. Mit der Rampe. Stimmt, ich bin gleich. Willst du mal gucken? Oder war ich? What the fuck? Shitting Bug. Das hätte eigentlich
nicht passieren dürfen. Das ist schon mal passiert. Der killt uns, während es noch dunkel ist. Wollen wir nochmal spielen und dann so hinschneiden? Das ist eine gute Idee. So machen wir es. Willkommen zurück. Das letzte Mal, oder willst du sagen? Wir haben jetzt wieder so weit gespielt. Ja. Bis dahin, wo wir gestorben sind. Ich habe auch diesmal gespeichert. Ausnahmsweise. Und weil das halt ein blöder Bug ist. Wir haben 3 Omnicards jetzt. 3. Um es zu beweisen. Angeb. Das nächste Mal schaffen wir 4. Das wird dann der 4er Pasch. Dann kriegen wir ein Leben dazu. Okay, ich gehe jetzt rein. Fuck. Das ist ein Bug. Passiert das jetzt jedes Mal? Load the game. Load game. Ist der Quicksave jetzt beibehalten oder funktioniert nur einmal? Ich mach nochmal Quicksave. So. Was kann man machen? Nimm mal den Ring. Die Gasmaske. Gasmaske. Hast du die Glocke schon geläutet? Oh, ich läute mal die Glocke. So, und jetzt schauen wir mal. Warte, wir gehen kurz rein wieder raus. Wir haben es umgangen. Wir haben halt viel in der Matrix für. Das ist ein Scheißbug. Wir müssen das Video dem Entwickler schicken. Weißt du davon überhaupt? Bug Report. Okay, was gibt es noch für Möglichkeiten? Unsterblichkeit. Wir können mit Nook oder Unsterblichkeit. Oder mit No-Clip einfach über den Raum drüber schweben. Aber wenn wir mit No-Clip durchfliegen, wird dann dieses Event überhaupt getriggert? Ausprobieren. Load Game. Ich schreibe, wenn es getriggert wird. Weil er hat uns geschrieben, wir dürfen No-Clip benutzen, um einen Bug eben zu umgehen. Er hat nicht von God-Mode geredet. Wir benutzen No-Clip. Ich habe noch nie was anderes als No-Clip. F3, No-Clip on. So. Sterben wir? Oh, also wir müssen echt in den Raum drüber schweben. Der Sound war diesmal richtig gut. So. Ja. Deshalb auch ein SCP Soundpack dabei, dieser Sound. Diesmal sind wir richtig mit Spaß gestorben. Ja. Snowclip jetzt immer noch an? Ja. Ne. Dann mach doch das. No. Clip on. So. Immer noch, ne? So, Danger High Voltage. So, ich mach jetzt noch Clip aus. Voll beschämend, ey. Ist aber doch chillig, über den Raum drüber zu schweben. So, dann sterben wir hier. So, okay. Geschafft. Mit nur Clip. Meinst du, wir sollen es doch von der anderen Seite dann probieren, wieder zurückzukommen, oder stehen wir wieder drüber? Wir können ja vorher speichern. So, okay, es gibt noch einen Raum dahinter. Oh, das hat sich ja voll gelohnt, ey. Du bist ein Penner. Super. Das gehört, der Gamer. Du bist ein Penner. Ja gut, wenn wir jetzt sterben, dann lade ich einfach den Spielstand. Okay. Sau behindert dieser Bug, ey. Was ja, so? Ich glaube, meinst du, der weiß von dem Bug? Das ist bei uns schon mal passiert, aber wir haben gedacht, das passiert jetzt nur diese eine Mal und dann. Vielleicht kann man da irgendwo so einen Haken setzen, dass man immer stirbt. Dies during Black Screen. Enabled. Okay, das schenken wir uns dann also. Die Glocke. Hammer. Ich hab irgendwie keine Stamina. Regeneriert sich auch nicht. Schön am Bug. Ich muss irgendwas nehmen, dass wir wieder Stamina haben. Was ist das jetzt? Ist jetzt die andere Seite? Ja, okay, da waren wir. Das. War da irgendwas? Da war nur dieser Ding da. Unten. Ja. Mit dieser Zombie-Arzt und nicht mal auf der anderen Seite war dann dieser Sarg.
War das, wo ich links bin und du rechts gehen wolltest? Gehst du jetzt nicht hin oder was? Nee, das bin ich ja nicht. Wir müssen erstmal den 106er Container. Ja, du weißt gar nicht, ob vielleicht ist rechts der Container, den sein. Ja, rechts den ist sein Gehege sozusagen. Rechts, da waren wir ja gerade, da war die Sackgasse da. Echt? War das dieser Raum hier? Warte. Nee, da geht's jetzt zurück. Nein, pass auf. Mach nochmal. Was? Was denn? Die Map. Mach die Map nochmal. Schau, wenn du hier bist, dann geht's einmal hier lang, da ist eine Kreuzung, eine T-Kreuzung. Geht's hier lang zu dem Sarg und hier geht, wissen wir nicht, was ist. Sicher? Ja. Absolutely. Deshalb könnte es sein. Da geht's nicht lang. Oder da ist okay, dieses Ding da. Das ist schon Sackgasse. Also gehe ich jetzt da durch, okay. Yes. Der Navigator hat voll die Tasten. Da kann bestimmt Spiele drauf laden. Schau mal, das Dummy regeneriert sich nur bis auf zwei Balken wieder. Nicht weiter. Alter, der Sound, der ist so mies. Ist nicht immer so vorne, war das nicht so, als du gespielt hast? Hat sich schon gut. Ängstigend. So, bei Maintenance Sun hätten wir jetzt hier so eine Pille holen können. Gibt's hier nicht. Wieso ist das jetzt eigentlich, dass wir keine volle Ausdauer mehr haben? Bug! Alles Bug! Oder Absicht? Woher denn? Wir haben unsere Reserven aufgebraucht. Gibt's einen Konsolenkommand dafür? Warte. 106? Da ist der, nein. Genau. Nee, das ist der, okay, da waren wir. Okay, stimmt, da waren wir. Da. Bitte, bitte, bitte. Nein! Wow. Das ist so ein Krach, ey. Wahnsinn. Wow. Die Sounds, die sind echt beängstigend. Oh Mann. Liegt's an der Jahreszeit oder warum bin ich mal so empfindlich für den so Horror-Shit? Wir schnaufen die ganze Zeit nur noch. Macht's den Inhalator? Ich renne nicht mal mehr. Boah, was geht denn? Das gibt's nicht. Das ist schon voll Psycho irgendwie. Ich brauche jetzt echt diese Pille. Dann hätten wir bestimmt wieder volle Stamina. Aber das macht's richtig dramatisch und. Dass wir keine Stamina haben. Ja, und dass wir so schnaufen andauernd. Das lässt mir aber, warum ich nicht rennen kann. Dann ist man so langsam unterwegs. Was jetzt, wenn es 106 kommt, dann muss ich rennen. Kann ich nicht. Da haben wir dann verkackt. Ja. Ist halt mal so. Wir müssen ihn containern. Können wir einen No-Clip machen, wenn er uns verfolgt, ob er uns dann bis in die letzte Ecke von diesem schwarzen Bereich verfolgt. Glaube ich schon, ja. War es jetzt da hinten schon? Ja, oh, das war dieses Sackgasse. Hast du in der Enzyklopädie gelesen oder der Lungenkrebs? Nee, das war von dem Smoke. Also wir sind jetzt links gegangen, ne? Von da kommen wir. Also von hier kommen wir. Wir sind links gegangen. Jetzt gehen wir da lang. Das ist nochmal zum Tunnel oder was? Wie schon? Sollen wir Zombies mal auf die Karte schauen? Hä? Mal auf die Karte schauen, auf die Map. Was bringt das? Sind wir woanders? Ja, wir sind woanders, okay. Zweimal Zombie-Tunnel. Das heißt, dieses SCP-049 oder was es ist. Auch zweimal. Das ist zweimal. Oder ist es wie bei dem 96er, dass es entweder an einem Ort ist oder an einem anderen. Das könnte auch sein. Das heißt, wenn ich den jetzt hier heraufbeschwöre, dann könnten wir bei dem anderen Raum dann da reingehen. Dass es davon nur eine Instanz gibt, sozusagen. Richtig. Das ist sehr schön formuliert. Es gibt eigentlich von allen nur eine Instanz, auch von der 163. Das kann ja nicht mehr.
wäre voll böse. So. Das ist irgendwie komisch da. Ja. Da müssen wir uns mal genau umschauen. Das ist nicht genau ein Raum, sondern es sind vier Räume aneinander halt so. Viele ja, die wahrscheinlich schon irgendwie getrennt. Ich bin gespannt, wie das ausschaut. Glaub nicht, ich hoffe, ich komme da überhaupt durch, Mann. Nimm die Maske. Ansonsten mache ich einen No-Clip. Wieso? Sollst du nicht durchkommen? Ja, weil ich nicht rennen kann. Ja, jetzt kann ich endlich mal rennen. Ja, weil du die Maske auf hast. Ah, lass die auf, Mann. Ah, ich nicht. Sieht man das Scheiße, ne? Ja, oh, was ist das für ein Assi-Raum? Das ist einfach ein Tunnel, ist das. Ja, da kann der doch aus der Decke kommen, ne? Aber der wäre jetzt. Oh nein, doch nicht! Zum Beispiel. Geh weiter. Maske auf! Maske auf! Maske auf! Oh, Pisser! Nein, ich hab die aufgemacht. Pisser, Pisser! Oh, Pisser! Pisser aus meinem Arsch! Scheiße! Ja! Von wo kommt der jetzt? Keine Ahnung, Mann! Da! Glück gehabt, Glück gehabt. Nicht verkacken. Nicht sterben! Ja, Mann! Ja, geil! Oh, hey. Fett! Adrenalin, ey. Okay. Was? Schnell wieder aus, Mann. Double Penetration machen wir uns, ey. Der ist jetzt. Oh, scheiße, FM-Speicher. Ey, heute geben sie es uns richtig, ne? Ja, da kommen wir wieder nicht weiter. Geht er im Kreis. Ja, dann müssen wir. Wieder ein No-Kick. Wow, das ist ein cooles Bild. Neuer Loading Screen. Das finde ich schön. Das schaut voll. Fotorealistisch aus. Hm. Es sieht, glaube ich, an dem Filter einfach nur. Ha. No clip on. Alter. Mann. Was war? So gerade ist unsere Episode 3 oder so. Rezitiert. Rezitiert. No. Ups. No. Clip. Knotlip. Nein! So, jetzt. Oh, ich hab was gehört. Here we go. Hast du auch gehört? So ein bisschen kurz. Ja. Aber es war so ein Lüftergeräusch irgendwie. Also so ein Lüftungsgeräusch. Hat sich meiner Meinung nach angehört wie. Du weißt schon wer. Der dessen Name nicht genannt werden darf. What the fuck is this? Boah, da ist eine. Oh fuck. Da hat schon eine gespannt, kurz bevor wir sterben. Jetzt wieder gerufen. Komm, geh jetzt mal da rein, Mann. Oh Mann, ey. Ja, du musst durchlaufen, oder? Wir haben vorhin auch geschafft. Kommt aus dem Boden, war voll schnell. Ich kann nicht rennen. Nimm deine Gasmaske. Was ist hier? Prima! Fuck, Alter! No clip on! Jetzt können wir ausprobieren. Hä? Ah. Ey, der. Der verfolgt uns, finde ich, ne? Der kann nicht nach oben. Was macht er jetzt? Oder? Sehr vorsichtig. Ja, okay, aber jetzt, was ist jetzt hier los? Ist alles für. Das ist ja. Oh Gott. Das ist der Anfangsraum. Irgendwie. Ist das möglich? Läuft wie so ein Hamster in seinem Gehege rum, ey. Ich hab keine Ahnung. Nee, das ist nicht der Anfangsraum. Das ist dieser Büroraum mit der Treppe. Warte. Der tut sich so hoch. Heilige Scheiße. Kannst du wieder runter? Geh einfach da rein, was auch immer das ist. Ah, da kommt er. Der killt uns. Spast, Alter. Der hat sich hochgezwirbelt. Alter, wie kacke ist das? Boah! Ja, Scheiße, Mann. Also, die Map kannst du vergessen. Nee, Alter. Ja, das ist total verbuggt. Ja, das liegt ja nicht an der Map, sondern einfach an den Bugs im Spielen. Ja, aber nein, das ist, weil sich was überschneidet.
Ja gut, das ist ein Bug in der Map. Lass ihn nochmal sterben, wir gucken, ob wir wieder da, ob wir das schaffen können, da wo man so die Stufen runterspringen muss. Warte. Ja, ich mach noch Flip. Mir war auch das Spiel ist eben verbuggt, weil diese Räume mit dem SCP-173 wieder auftauchen in der Dunkelheit. Und dass wir jetzt eben nicht so atmen können. So, ich muss noch wieder aufmachen, glaube ich. Sicher ist es. Ich bin vorhin da, wo der Zettel liegt, gelaufen. Oder? Oder ist der, taucht er einfach auf? Nee, er taucht nicht einfach auf. Ich bin schon ganz hibbelig eben. Der ist da aber nirgends. Ja. Geh mal. Da ist er. Also. Vielleicht ist es ja hier, dass der richtige Weg ist. Und du darfst es nicht aufhalten, wahrscheinlich. Aber mir hat es nochmal so ein. Genau, das hat's gemacht. Was war denn dann? Und dann weiß ich nicht mehr. Das ist einfach geradeaus, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, da ist diese Brücke. Ne, dann lass das. Ich will die andere Scheiße nicht mal sehen. Oder? Nee, über die Brücke komme ich hier nicht. Das ist es, oder? Ja, es kann auch sein, dass jetzt wieder diese vier Dinger da sind. Ja, warte mal, sind wir nicht direkt dahin gekommen? Schon irgendwie. Du bist dahin, dann war es auf einmal so komisch. Der stand irgendwie kopfüber irgendwie so im Nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, ich war einfach da. Ja, genau. Du warst einfach da. Das ist jetzt dieser große rote Raum. Oh, mal rein. Gibt es mehrere Pocket Dimensions? Ach, wir hatten doch den Ring on, oder? Scheiße, stimmt. Junge. Nee, took off. Ich hatte den an. Ach so. Ist es wie angenommen echt Zufall? Ich will da wieder hin. Ist doch schon geil, aber so ein bisschen Adventure-mäßig. Ja. Hä? Ja, das Viech sabbert. So, stimmt. Du, wir verlieren irgendwas. Ist eigentlich noch die Gasmaske auf oder warum ist es so dunkel? Ah. Ah, das klingt da kann ich jetzt anschauen. So wie die erste Brücke. Das ist doch blöd. Ich weiß eh nicht. No Clip. Ich kann noch ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Noch ein Schritt. Ein Schritt. Ei. So jetzt aber, oder? Ja. Ein bisschen diagonal so laufen. Ich hasse diese Brücke. Hast du die ganze Pocket Dimension, außer die Form war irgendwie cool. Oh, Kacke! Das geht so nicht, Mann. Das ist alles total verpackt. Also es liegt, ich sag mal, 50% am Map Creator und 50% an der Map. So. Ja. Weil ein bisschen ist ja auch also so verüberschnitten und so. Mhm. Ja, wir können nächstes Mal höchstens nochmal links lang gehen. Weil rechts war nur 114. Da sind wir gerade ausgegangen jetzt immer. Aber es könnte sein, dass das halt gerade GLP ist. Aber das wissen wir erst mal, nachdem wir das andere gesehen haben. Vielleicht haben wir Glück und das war der Gate A-Weg. Aber da gibt es halt die Google-Glocke müssen wir auf jeden Fall holen. Moment, die haben gehen wir zurück. Oh Mann, aber nächstes Mal. Heute nimmer. Nee, heute nimmer, das reicht. Das reicht für heute. Macht es gut. Abonniert. Da unten. Kommentiert bitte. Kommentiert. Oder? Kommentiert. Kommentiert. Ist wichtig. Liked. Disliked. Liken wäre besser. ja, wir sind natürlich auch für Kritik offen. Natürlich. Da haben ja auch schon sich einige
ausgetobt. Ich will nicht sagen beschwert, aber dass wir speichern sollen. Oder wir das nicht machen. Das haben wir hiermit getan. Ausnahmsweise. Aber eben. Haben wir ein Like verdient. Nur eben von den Bugs, weil im normalen Spiel sparen wir nicht. Ja. Okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.